Enjoy your watches, enjoy your time. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Seit meinem Besuch bei Hanhart schlägt mein Herz nicht nur für die Marken, für die mein Herz vorher schon geschlagen hat. Ihr wisst bestimmt, welche Marken ich meine. Sondern auch Hanhart hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem persönlichen Uhrenkosmos eingenommen, weil ich die Leute hinter Hanhart einfach richtig klasse finde und weil ich auch die Art und Weise, wie Hanhart Uhren lebt, klasse finde. Ich mag die Kollektion, ich mag die Qualität, ich mag auch die Fertigungstiefe. Heute habe ich von Hanhart eine Uhr zum Filmen zur Verfügung gestellt bekommen, die schon etwas länger auf meinem verlängerten Wunschzettel steht. Und zwar handelt es sich um die Hanhart Primus Desert Pilot, die ich euch hier einmal im Bild zeige. Eine Uhr, die sehr technisch wirkt, aber die auch gleichzeitig bei mir zumindest ein kleines bisschen Fernweh weckt. Vielleicht ist es der Name, vielleicht ist es auch die Farbgebung, vielleicht ist es aber auch genau das, dass ich ein gutes Opfer einer guten Marketingkampagne bin. Der Name trifft genau ins Schwarze. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist das eine Uhr, die ich wirklich klasse finde. Ich fange mal etwas außergewöhnlich an. Und zwar zeige ich euch zunächst einmal die beweglichen Anstöße, die es ermöglichen, dass eine Uhr mit einem so großen Durchmesser trotzdem auch an kleineren Armen und kleineren Handgelenken sehr bequem sitzt. Und ich fange auch direkt den Wristshot an. Dafür muss ich meine Mark & Sons abnehmen, die ich seit Wochen quasi ununterbrochen trage. Und hier sieht man schon sehr deutlich, dass die Hanhart Desert Pilot aus der Primus-Serie wesentlich größer vom Durchmesser her ist. An meinem Handgelenk von 17,5 cm sitzt sie trotzdem erstaunlich komfortabel. Es bleibt eine große Uhr, da müssen wir überhaupt nichts schönreden. Ja, es ist einfach eine große Uhr, aber sie stört nicht, sie drückt nicht und durch die flexiblen Bandanstöße, egal wie die Uhr rutscht, auch wenn sie so zur Seite rutscht, dann rutschen die Bandanstöße eben mit, es steht nichts über. Das finde ich ein wirklich sehr schönes Element. Was ich nicht mag, und das ist aber wirklich so ziemlich, ein anderer Punkt noch, einer von zwei Punkten, die ich bei dieser Uhr nicht so schön finde, das ist die Schließe. Ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann. Ich gucke mal, ob ich das, ja, hier kann man es jetzt so ganz gut sehen. Es ist eine Faltschließe an einem Stoffband, was bedeutet, die Schließe geht nur zu einer Seite weg. Man kann das hier ganz gut sehen. Und damit die Uhr bei mir mittig auf dem Arm liegt, muss ich das Band so ausrichten, dass die Schließe etwas über die Rundung des Arms hinausgeht und dann hier oben in die Luft ragt. Das ist wirklich nicht sehr schön. Ich könnte das Band enger einstellen, aber dann wäre es nicht mehr komfortabel. Ich bräuchte also quasi dieses Teil hier länger.
Dieses Teil passt von der Länge perfekt. Ich bräuchte also im Prinzip zwei unterschiedliche Bänder, um meine persönliche Länge richtig einstellen zu können. Das ist ein Problem, was ich bei den Faltschließen bei Stoff- oder Lederbändern häufig habe, weswegen ich Dornschließen grundsätzlich bevorzuge, denn bei der Dornschließe ist die Schließe halt nur so groß, das Stück hier, und liegt dann vielleicht nicht ganz mittig, sondern etwas seitlich am Arm, aber es stört nicht. Wenn aber der Schließmechanismus um die Armbiegung herum geht, dann stört es. Das ist einer von zwei Punkten, die ich persönlich nicht so schön finde an der Uhr. Aber jetzt kommen wir zu den technischen Daten und dann zu vielen Sachen, die ich richtig genial finde. Wir haben hier das Hanhard HAN 3809 verbaut mit einer Gangreserve von mindestens 42 Stunden. Die Uhr hat einen Durchmesser von 44 mm, eine Bauhöhe von respektablen 15 mm, ein einseitig entspiegeltes Saphirglas sowie eine Wasserdichtigkeit von 10 Bar. Die Indizes sowie die Zeiger sind mit schwarzer Superluminova bestückt. Ich für meinen Teil halte diese Superluminova für relativ überflüssig, denn man kann, oder nein, man kann ich nicht beurteilen, ich kann sie so gut wie nicht erkennen. Selbst mit Lesebrille kann ich sie so gut wie nicht erkennen. Und die Leuchtdauer ist selbst in meinem kurzen Test so gering gewesen, dass ich mir in diesem Video tatsächlich ausnahmsweise einmal den Nightshot, den Nachtbildnachweis spare, weil ich es wahrscheinlich mit meinem Kameraequipment gar nicht richtig einfangen könnte. Das waren aber auch schon die beiden Punkte, die ich nicht so dolle finde. Was ich zum Beispiel an der Schließe hervorragend finde, abgesehen davon, dass sie mir nicht passt, ist, dass sie sehr robust ist und trotzdem nicht zu dick aufträgt, dass sie das Band einspannt oder man das Band einspannen kann, ohne zu schrauben. Es ist einfach nur mit Wird einfach nur auf die beiden Pins gesetzt und dann hält das Band mit zwei Löchern, hält es dann auch gut und sicher, rutscht nicht raus. Wirklich eine tolle Sache. In der Schließe nochmal das Hanhard-Logo angebracht. Schön. Also von der Optik her gefällt mir die Schließe sehr gut, auch mit dem typischen roten Hanhard-Punkt drauf. Schließt schön flach, sieht gut aus, wirklich von der Optik her klasse, aber leider am Arm für mich sehr ungemütlich. Dann hat die Uhr, das eine Chrono ist, auch den typischen roten Hanhard-Drücker. Da habe ich in einigen Videos schon was zu gesagt. Lippenstift, Lackierung, Nagellack. Andenken an die geliebte Frau, Freundin, Verlobte oder aber doch Signalfarbe, um den Drücker nicht versehentlich zu bedienen. Sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Mir gefällt die Variante der Freundin und der Verlobten besser als die Variante der normalen Signalfarbe. Die Uhr funktioniert ganz typisch so wie ein 7750. Durch Drücken der entsprechenden
Drücker zum Starten stoppen und zurücksetzen. Funktioniert alles prima. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass das Datum eine schwarze Datumsscheibe hat. So passt es sich nahezu unauffällig in das Ziffernblatt ein. Und die gesamte Erscheinung der Uhr, auch von der Seite, finde ich unglaublich gelungen. Ich mag diese Anmutung total. Und wie ihr auch auf den Bildern vom Drehteller sehen könnt, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne und gelungene Uhr, die sehr technisch anmutet und dennoch eine Alltagsuhr und eine Alltagstauglichkeit verbunden mit guter Ablesbarkeit bei Tage hat. Die Rückseite ist mit einem Glasboden versehen, der Rotor in Schwarz. Er bewegt sich auch schnell und leicht. Ihr könnt das sehen, man muss da gar keine großen Bewegungen machen. Bei einer entsprechend schnellen Bewegung zieht er dann auch etwas schneller auf. Alles so, wie man es kennt. Ich schaue mir noch einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Beziehungsweise vorher zeige ich euch noch in der Hoffnung, dass man das sehen kann. Die Totalisatoren haben das typische Langspielplattenmuster, das heißt die parallel verlaufenden kreisförmigen Rillen, um nochmal eine Struktur einzubringen und so die Totalisatoren durch unterschiedliche Reflexionen vom anderen Blatt abzuheben. So, jetzt haben wir den Minutenzeiger auf der 12 ausgerichtet. Es ist vielleicht eine Spiegelung, vielleicht ist, ist kein Versatz. Je nachdem, wie ich die Uhr bewege, sieht man den Stundenzeiger von beiden Seiten gleich. Hier scheint er von unten ein kleines bisschen durch und hier auch. Das heißt, der Stundenzeiger liegt tatsächlich genau unter dem Minutenzeiger. Völlig gut und richtig gesetzt. Und auch der Stoppzeiger des Chronos passt sich genau in die Flucht der anderen Zeiger ein. Passt also alles so, wie es sein muss. Ich weiß nicht, ob es zu der Uhr andere Bänder gibt. Wenn ich mir das Band und den Anstoß anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, ohne es überprüft zu haben, dass dickere Bänder eventuell eng werden könnten. Vielleicht passt es, vielleicht muss man auch ein klein wenig aufpassen. Auf jeden Fall gefällt mir gut, dass der Anstoß hier gerade gehalten ist, sodass sich keine Lücke, keinen Spalt zwischen dem Anstoß und dem Band selber ergibt. Was aussieht wie eine Drehlünette, ist aber keine. Ich will es nicht mit Gewalt machen, aber mit dem üblichen Druck dreht sich nichts. Trotzdem haben wir die rote Markierung auf der 12 in einem sehr schönen Rotton, der perfekt zum Rot des Drückers passt, sodass man zusätzlich zu dem Dreieck auf der 12 auch noch einen farblichen Akzent hat, um die 12-Uhr-Position bzw. die 0-Uhr-Position der Stoppuhr gut zu erkennen. Falls noch nicht geschehen und ihr diese Videos mögt, die ich produziere, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keines meiner zukünftigen Videos und werdet, wenn ihr die Glocke aktiviert, automatisch informiert, wenn es bei mir etwas Neues gibt. Mich würde total interessieren, was ihr über diese Uhr denkt. Ich persönlich habe meine Meinung gesagt, eure interessiert mich, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt gesund. Erfreut euch an euren Uhren, erfreut euch an der Zeit, die ihr habt und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.